Infernos, ich weiß gerade nicht, was ich darauf antworten soll. Ich sag mal ja. Warum nicht? Wenn du dazu sagst. So. Willst du mir irgendwas gestehen? So. Und wir sind immer noch hungrig wie die Sau. Wir könnten einen Elch verdrücken, der hier irgendwo rumläuft. Noch lebendig. So, Spike-technisch haben wir noch ein paar da. Glücklicherweise. 4%. Ich glaube, wir müssen gleich reingehen. Es hat keinen Wert. Oh oh. Ist etwas falsch platziert. Na. So. Und gleich noch eine extra Reihe hin. Das ist ein Lied? Nein, das kenne ich nicht. Klären Sie mich bitte auf. So. Okay, langsam fühle ich mich halbwegs sicher. Ob das allerdings Tag 7 standhält, weiß ich auch nicht. Also diese Stelle hier auf jeden Fall nicht. Na. Ja, wir haben Hunger. Die rechte Außenseite gefällt mir noch nicht so wirklich. Aber wir müssen kurz rein, wir müssen was essen. So. Google mal. Ja, wenn ich mal Zeit habe, könnte ich das googeln, auf jeden Fall. Aber das erweckt jetzt nicht so extrem mein Interesse, ehrlich gesagt. So. Aber wenn ich es nicht vergesse, mache ich das gerne. So. Okay. Okay, wir sind jetzt hier wieder am Eingang. 3% Leben. Hunger meine ich. 3% vom Hunger. Wir haben aber ein bisschen Fleisch gefarmt. Ach je, oh je, Peacemaker, was ist los mit dir? Ich hatte noch 20 Millionen Maiskolben dabei. Das Fleisch sollte ich eventuell nicht mitnehmen. Das lockt Viecher an. Auch das Verschimmelte? Wundert mich. Deswegen essen wir ein bisschen Mais. Mais, 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 Mais. Mais, Mais, Mais. Ich habe jetzt vergessen zu schauen, ob Wasser da ist. Mais, Mais, Mais. So. Okay, das reicht als kleiner Snack für zwischendurch. So, ich würde sagen, hier ab Anfang der Mauer möchte ich vielleicht auch noch ein paar Spikes hin haben. Einfach mal einen ordentlichen Schutzwall. So. Langsam muss ich sagen, gefällt mir die Sache schon etwas besser. Das bleibt natürlich nicht so. Wir brauchen noch einen weiteren Schutzwall, bestehend aus diesen dickeren Spikes. So. So. Jo, durstig werden wir auch langsam. Das ist auch sehr schön. So, aber ist kein Wunder. Wir sind hier übelst hart am Ackern. Am Ackern, am Ackern, am Ackern, am Ackern, am Ackern. So. Einfach mal ab hier nochmal eine Mauer. Jo. Langsam finde ich das okay. Leider können wir nicht mehr reingehen und die reparieren. Das ist ein großes Problem. Wie viel Holz haben wir noch dabei? Das ist zu wenig, um die ganzen dicken Stämme zu machen. So, aber wir haben ja zum Glück noch sehr viele kleine dabei. Die sind auch okay. So, so. Nein. Aber das ist nicht weiter schlimm, denn früher oder später kommt da auch noch mal eine Reihe hin. Also eher früher wie später in diesem Fall. So. So, es wird abends. Jo, wir haben immer noch Hunger, ist gut. Drinnen gibt es sehr viele Maiskolben zu essen, sowie ein, zwei Fleisch. Ich möchte eigentlich gerne noch irgendwie mein Wohlbefinden nach oben bringen, damit wir mal wieder ein bisschen mehr Ausdauer haben. So.
Na? Ne? So. Und jetzt haben wir eh schon eine Reihe angefangen, die können wir auch noch zu Ende bringen. So, Tag 5. Die Vorbereitungen des Überlebens laufen. Wir können uns technisch gesehen leider nur mit einem Pfeil und Bogen verteidigen im Moment. Es gibt Besseres, natürlich, aber für den Anfang ist das, glaube ich, okay. So, hier an der Seite haben wir genug. Den Rest, den haben wir auf diese Seite hier hin. Und ich glaube, wir haben immer noch Hunger, ja. Und ich glaube, das reicht dann für den Anfang, für Tag 7. Da können wir uns auf andere Sachen konzentrieren. Die Lebenssuche ist es auf jeden Fall nicht, denn die haben wir schon. So, und ich glaube, ich habe gerade nicht ordentlich gebaut. Kann es sein? I'm not sure about that. So. Nein. Gut, aber wie gesagt, die muss da auch noch mal hin. So, die Spikes möchte ich eigentlich noch komplett verbauen. So. Vor allem von dieser Seite mache ich mir Sorgen, weil das Haus ist ja quasi frontal. Wenn die da durchbrechen, kommen die direkt an die Wand. Was bedeutet, wir sollten sie auch mal noch extra verstärken. Vor allem diese hier, die rechte Seite, die ist ein bisschen unser Schwachpunkt. So, wie sieht das aus? Wir haben noch 28 Stück, die kriegen wir noch auf jeden Fall hier unter. Und dann wird es nach. Und dann wird was schnabuliert. Wir haben uns versehnt, wir waren fleißig. So, und Kochtopf haben wir glücklicherweise gefunden. Das ist sehr nice. Na, die möchte ich eigentlich nur aufheben. So. So. Infernus, ich hoffe, bei dir ist alles klar bis jetzt. Ich finde es schön, dass du die Prüfung bestanden hast. Das macht mich sehr stolz. So, das war's mit den Spikes. Ich würde sagen, verteidigungstechnisch sieht das langsam okay aus. Von vorne müssen wir uns noch was einfallen lassen. Das gefällt mir so nicht. Wenn die einfach hier durchkommen, haben sie absolut freie Bahn. So, hier kommt, ich glaube, unsere Mine hin. Das gefällt mir eigentlich ganz gut, aber ist natürlich noch ausbaufähig. So, die Frage ist, wie kriegen wir das oben weitergebaut? Das ist eine sehr gute Frage. Ja, wir haben Hunger. Oh. Und wir haben Durst. Oh. Ist doch egal, wie viele Punkte, Infernus. Oh. Wo ist unser Trinken? Bestanden ist bestanden. Wasser. Wunderbar. Und zwar noch schön trinkbar. So, das heißt, es wird ein bisschen was gegessen. Zwar ein gegrilltes Wildbret. Gut und nahrhaft. Sehr lecker. Natürlich, wir haben kein Holz. So, aber jetzt. Was? Wir haben keinen Kochtopf? Dann brauchen wir hier auch nicht Holz drin. Hier haben wir einen Kochtopf. Und nicht nur das, wir haben sogar. Na, wo haben wir es denn? Das gegrillte Wildbret. Lecker. Der Kochgrill. Nein! Was machen wir? Ich würde sagen, wir heben uns das mal auf. Das Fleisch ist etwas zu schade, um es zu verkohlten zu machen. Ja, ist ja gut. Und das bedeutet, wir müssen uns als erstes einen Grill herstellen in unserer Schmiede. Das wäre vielleicht nicht schlecht. So, es ist noch alles komplett durcheinander.
Das ist aber okay, ist noch alles ziemlich neu. Zack, zack, zack. Das decken wir mal kurz. Zack, zack, zack. So, das Fleisch kommt rein, weil das zieht Zombies an. Gut, der Effekt ist weg. Und wir müssen auf jeden Fall ein bisschen was essen. So. Dann bauen wir doch mal aus ein bisschen. Die Frage ist bloß, ich komme nicht um die Ecke und ich weiß nicht, wie ich das hinkriegen soll. Beziehungsweise, es wird einfach so lange rumprobiert, bis es hinhaut, weil es muss hinhauen. Es muss hinhauen. Nur wenn wir hier runterfallen. Ich meine, ihr seht selber, das wäre das Ende. Oh, doch, also die Verteidigung ist auf jeden Fall okay. So, die Mauer ist noch nicht ganz fertig. Also hier die normale Wand sozusagen. Aber wir haben ja glücklicherweise noch ein paar Blöcke da. Ist ja gut, wir sind doch gerade am Essen. Na gut. Kollege Überlebender. Das machen wir doch glatt. Was war denn das für eine Prüfung, Infernus? Sag mal. Ich weiß es gar nicht so genau. Ich bin nur froh, dass du bestanden hast. So. Wie komme ich hier um die Ecke? Ich möchte nochmal zwei an der Seite haben. Aber gut, wir müssen eh erstmal essen und trinken. Abschlussprüfung. Zombie-Fan! Ich grüße dich! Schön, dass du reingefunden hast. Und willkommen. So. Leute, sagt mir, wie kriege ich hier um diese Ecke gebaut? Das funktioniert leider nicht so exakt wie bei Minecraft. Gibt es einen Trick? Ich überlege gerade, unter Maiskolben schnabulieren. So, Zombies, bleibt weg von uns. Wir sind abgesichert. Oh, oh. Wir haben genug Nahrung zu uns genommen, um langsam zu heilen. Ich würde mal sagen, das ist 50%. Das reicht aber noch nicht. Ich möchte mich jetzt mal komplett sättigen. Dann haben wir wieder ein bisschen Ruhe. Zombie-Fan, ich hoffe, bei dir ist auch alles in Ordnung soweit. So, ich mag dieses Konstrukt hier als solches jetzt nicht ganz haben. Zumindest ausgefüllt sollten sie sein. So. Wie kommen wir jetzt da um die Ecke? Das war knapp. Nahtoderfahrung haben wir bekommen. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Oh, oh, wirklich? In der Hocke oder normal? Ich habe das dumpfe Gefühl, wir stürzen dann ab und sterben. Alter. Alter. Das freut mich zu hören. Oh nein. Ich will nicht noch weiter an den Rand. Wo? Wo? Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja! Dankeschön! Ja, wunderbar. Ich habe nur mit meinem Leben gerungen, aber es ging schon. Ich habe mir gerade fast Kacke in die Hose gemacht. Wollte ich mal hier kurz loswerden. Oh Mann, zum Glück müssen wir das nicht noch zweimal machen. Aber ich bin froh, dass es überhaupt geht. Dankeschön, Infernus, für den Tipp. So. Als Belohnung haben wir uns erstmal ein paar Maiskolben verdient. So. Maiskolben, Maiskolben, Maiskolben. Im Moment gehen nur Maiskolben, aber ich bin schon froh. So. Und wie gesagt, ich mag es nicht auf solchen komischen Holzbrettern zu laufen, deswegen fülle ich die auch direkt aus. Einfach nur aus Angst. So, jetzt sehen wir zwar die Fackel nicht mehr so gut, aber